Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist es wirklich arschkalt, man sieht meinen Atem. Nichtsdestotrotz habe ich das Join-Radio, was ich euch vorgestellt habe, mal in mein Smart reingeschmissen. Es ist noch nicht genau fest installiert, aber das mache ich nachher. Erstmal wollte ich halt euch zeigen, wie man ein Firmware-Update aufspielt. Firmware-Update bedeutet, dass die Android-Version beziehungsweise die Software, die auf diesem Radio läuft, einmal auf den aktuellen Stand gebracht wird. Da gab es jetzt im Januar 2021 ein Update von Joying. Das spielen wir jetzt auf. Wichtig beim Update, beim Firmware-Update ist, dass wir genug Strom haben. Es ist kalt, die Batterie von diesem Smart ist jetzt auch nicht mal die neueste und deswegen habe ich ein Batterieladegerät angeschlossen. Das hängt ganz normal an der Batterie und sorgt dafür, dass uns der Saft nicht ausgeht. Mal gucken, wie lange der ganze Spaß dauert. Ich nehme euch mit. Und los. Als erstes machen wir die Zündung an. Einfach einmal umdrehen, damit das Radio angeht. Ganz easy. Dann haben wir das Radio an. Nächster Schritt ist, dass wir den Stick, wo wir die Firmware aufgespielt haben, an den USB-Port von dem Radio stecken. Ich habe da eine Verlängerung dran. Automatisch wird der Stick vom Radio erfasst, eingelesen und wir kriegen eine Mitteilung angezeigt, ob wir das Firmware-Update starten wollen. Wir haben die Auswahl zwischen ja starten oder abbrechen. Wenn wir nichts tun, startet sich das Update von alleine. Das Radio startet einmal in den Update-Modus und das Update beginnt. Insgesamt dauert dieser Prozess nun fast 30 Minuten. Ich spule einmal vor zu der nächsten interessanten Szene. So wie es aussieht, wurde das Update nicht erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, wir haben halt ein Fehlerbild bekommen. Das Radio startet einmal neu. Nach dem Neustart wird automatisch der Stick wiedergefunden und das Update startet auch automatisch und ohne unser Zutun erneut. Das dauert nun auch wieder ein wenig, jetzt im starken Zeitraffer, 2000%. Dann sind wir einmal durch den kompletten Prozess durch. Das Radio sagt, ist fertig, also ziehen wir unseren Stick raus. Nach dem Rausziehen des Sticks startet das Radio erneut. Und nach dem Neustart werden wir mit Rauschen beglückt. Unsere Sendereinstellung ist nicht übernommen worden. Ich speichere nochmal kurz meinen Standard-Lokalsender ein. Und damit haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Die Firmware ist also auf dem aktuellen Stand. Joying selber als Hersteller sagt, sie haben die Lautstärke vom Bluetooth erhöht und allgemeine Systemoptimierung durchgeführt. Tatsächlich können wir uns anschauen, welche Version drauf ist, über die Einstellung About Device und sehen dort, dass wir die Version von Januar 2021 eingespielt haben. Und damit sind wir up to date. Und das war's auch schon. Firmware ist aktualisiert, die Einstellungen wurden alle zurückgesetzt. Heißt, wenn man irgendwie was Wichtiges hat, unbedingt darauf achten, vorher eine Sicherung zu machen, die man nachher wieder einspielt. Dieses Gerät war jetzt noch jungfräulich, das heißt, da waren keine Einstellungen drauf, hat mich also nicht gestört. Ich danke euch, dass ihr mit mir dabei wart, wie ich das Radio hier abgedatet habe. Vielleicht konnte ich jemandem von euch helfen. Wir haben gesehen, es dauert ein wenig länger, das hatte ich jetzt tatsächlich selber auch nicht erwartet. Aber jetzt kann man sich darauf einstellen und ja, wisst ihr Bescheid. Ich freue mich, wenn ihr auch meine anderen Videos anschaut. Hoffentlich dann nicht mehr so, wenn es nicht mehr so kalt ist. Und Dankeschön, bis zum nächsten Mal.